Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Pokémon Half-Gold Edition. Das letzte Mal sind wir hier im Wald stehen geblieben, wo wir jetzt die ganze Zeit versuchen, das Porenta zu fangen, aber es irgendwie nicht gebacken kriegen. Wie ist es nach rechts? Nach rechts? Oh, das soll ich angucken, dann gehst du runter. Ah, okay, jetzt. Ja, dann gut. Ja. Siehst du? Hab ich ja gesagt. Jo. Du hast dich von hinten angeschlichen und es erwischt. Good job. Klasse, beide Porenta sind wieder zurück. Vielen Dank für deine Hilfe. Auf mich hören die Pokémon von meinem Boss ja nicht, weil ich keinen Orden habe. Mann, da hatte ich aber echt Glück. Oh, da sind ja meine Kleinen. Po und Renta. Sag bloß, du hast diese beiden etwa für mich eingefangen? Wenn diese zwei keine Bäume für mich fällen, kann ich keine Kohle herstellen. Vielen Dank. Wie kann ich mich nur erkenntlich zeigen? Ich hab's. Nimm das hier. VM01R. Halten. Das ist der Schneider. Ich weiß. Ich bin nicht blöd. Naja. Ich weiß auf jeden Fall noch, was die VMs alle einzeln waren. Mehr oder weniger. VM5. Surfer. VM6. Zertrümmerer. Oh lol. Oh. Also, wie kann man das denn eigentlich beibringen? Einem Pflanzen-Pokémon. Hahaha. Du bringst das mir nicht bei. Sandan. Perfekt. Sandan ist. Sandan, hört auf. Wenn mich jetzt ein Pokémon angreift, ich wollte schon gerade sagen. So. Pokémon heilen ist der erste Plan. Und der zweite Plan ist dann, wir gehen dann zur Arena. Holen uns den Arena-Orden. Und dann gehen wir in den Wald. Und dann gehen wir in die nächste Stadt. Guter Plan? Ja. Und dann können wir hoffentlich mal unser nächstes Teammitglied mal holen. So, dafür kann aber mal. Ne, Togepi kann das gleich. Wir lassen das jetzt. Ich will jetzt mal endlich mal Schneckenmark hier haben. Ich würde mal sagen, ich laufe ein bisschen in der Stadt herum. Weil ich möchte mal langsam das. Du musst nach rechts. Ich weiß. Nur, ich will ein bisschen Schneckenmark hier ausbrüten lassen. Was sagt denn eigentlich das Pokémon-Ei? Bald ist es soweit. Okay. Ich frage mich immer noch, wer überhaupt der Eierprüfer ist. Ich habe ihn noch nie gefunden. Wem meinst du eigentlich? Ich weiß es nicht. Die sagen ja alle, der Eierprüfer kann ja sagen, ach wer wer so, ist. Achso, keine Ahnung. Ich weiß zum Verrecken nicht, wer der Typ ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ah, okay. So, jetzt mach fertig hier Schneckmark, weil wir brauchen dich jetzt mal ein bisschen wieder. Weil dann würde ich sogar noch in den Fleppenbund wahrscheinlich gehen und Schneckmark nämlich trainieren. Oder in den Einheitstunnel, je nachdem. Du schnaufst gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Das dauert lange. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal eben kurz einen kleinen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn es schlüpfen sollte. Und ja. So, da sind wir wieder. Upsala. Ich habe gerade gesehen, dass man jetzt endlich mal ein bisschen was hört. Und dass es fast schlüpfen soll. Und dann sind wir ja fast so weit. Und dann gehe ich eigentlich schon mal in Richtung Fleckmannbrunnen. Ne?
Moment mal, da können wir ja mal hier unser... Ist schon klar, dass, wenn das heißt, bald wird es schlüpfen, dass das Teil ja noch ein bisschen braucht. Nee, das nicht. Da kam ja gerade was anderes. Erkennt, man kann schon was hören. Bald wird es schlüpfen, also sollte jetzt schon fast sein, hoffe ich. Oh, nix. Du Nixe. So, ein paar Sitz kann ich jetzt mal mit Aaron tauschen. Aaron kann jetzt mal mit Sandan tauschen. Und Aylan kann mit Sandan tauschen. Ja. See. Während wir dann... Ist das? Wir können uns jetzt eigentlich in der Zeit ja unser Zubat ein bisschen trainieren, damit wenigstens Level 15 zu wird. Dieser also, Part wird sowas von langweilig. Der Part wird jetzt so ein Trainingspart eigentlich. Wir können das jetzt natürlich auch offscreen eigentlich trainieren, aber falls immer Witziges passieren sollte. Warum nicht, ne? Ja. Am besten du machst noch so ein Thumbnail da rein, ne, zwischen den Videos. Achtung, wenn sie nicht langweiliges Training sehen wollen, dann, ach ja, by the way, da kommt kein Pokémon, glaube ich, mehr. Supertrank. Ich wusste doch, irgendwas war da. Dann, in Funboy schreibst dann, wenn sie nicht langweiliges gelaufen und trainieren sehen wollen, dann spulen sie jetzt vor auf Minute Dingenskirchen. Fleckmon! By the way, Fleckmon. Level 8. Wolltest du nicht hier Dingens nachahmen? Nein, Mann. Nee. Mann, wie ging dieser Ton von denen? Ja, in der Nähe. Bis bei Freien. Ja, ich hab's. Ja, fast. Eigentlich so ein Fleck. Pikachu ist sowieso immer noch am besten. Pikachu! Es kann dann einen fucking Namen sagen. Im Gegensatz zu anderen Pokémon. Das macht mich ein bisschen... Ja. Aber auch nur ab X und Y. Das hätten die nicht früher reinmachen können, weil Pikachu ist ja eigentlich... das Maskottchen von Nintendo, wenn man es so will. Jo. Was willst du machen? Und Mario natürlich auch, aber trotzdem. Ein Zubat! Zubat, beiß mal rein. Ein Zubat in ein Zubat, Kannibalismus. Ein Zubat verwirrt ein Zubat. Ich krieg eine Krise. Es hat sich nicht verletzt. Das ist ziemlich verwirrend. Volltreffer. Und tschüss. So. Moment mal. Ja. Wir müssen gegen Flatmon kämpfen. Wieso? Weil es mehr XP gibt. Deswegen. Ja, ihr könnt ja überspringen, wenn ihr das zu langweilig findet. Das wird auch mal ein bisschen langweiliger werden jetzt der Part hier. Du musst ihm auch irgendwie zeigen, bis wohin sie überspringen sollen. Ja. Müssen muss ich gar nichts. Naja, eigentlich schon. Sagt wer? Gleich, ganz YouTube. Das ist genau gleich, als wenn du jetzt aufhörst, YouTube zu machen und sagen, du wirst definitiv erfolgreich. Auf YouTube wird man nicht erfolgreich, wenn man nur Bullshit macht, beziehungsweise nichts macht. Ich spiele dir auf niemanden an. Na gut, aus die... Okay. Was? Nix. So, mal ein bisschen rausgehen. Hat das irgendwie mal. Hat das jetzt mal so eine Statusveränderung, das Ei oder so? Was denn? Nein, glaube ich nicht. Oh. Gott, sogar Togepi war schneller. Mein Gott. Ich sag's ja, Pascal, hart am Limit. Überleg es dir noch. Da wird schon der vorherige Part nach benannt. Fleckmon, was hast du dazu zu sagen? Fleckmon. Ja. Bester Satz ever. Fleckmon? Ungelogen.
Hä? Ja, okay, dann wissen wir jetzt, Fleckmann kann sprechen. Naja, außer wenn es im Kampf ist, was ich ziemlich deprimierend finde. Hier kommt gleich Kigugi. Hier steht ein Aprikoko-Baum. Nein, sag an! Echt? Eine Aprikoko... Prunk. Musst du genauso sprechen. Prunk. Prunk. Parkinson. Ein Aprikoko-Parkinson. Hier steht ein Aprikosenbaum. Aprikokon. Ich nenne jetzt Aprikose. Aprikose. Schwitz. Schwitz. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Was macht er da eigentlich mit dem Baum? Der schüttelt den. Ah, das sieht von vorne nicht so aus. Habitag! Ach komm, Habitag sei schon. Pass jetzt, hast du nicht Hunger auf den Vogel? Das hast du viel überlegt schon. Verwunderlich, genau, das habe ich mir auch so gerade gedacht. Fang es jetzt ein. Komm, fang es jetzt ein und lass es in der Box verrotten, bitte. Mach mal, du musst dann machen. Ich wäre ein Ibitak geworden, demnach. Tschüss. Ja, du weißt, der Ibitak ist auch OP, das ist einer der OP-sten Flug-Pokémon. Ibitak ist ein Fake von Ho-Oh, also. Ja, und du willst Ho-Oh nicht reinmachen. Ho-Oh kommt. Ja. Mal gucken. Ist ja nicht der einzige legendäre Pokémon, den wir fangen müssen. Vielleicht packe ich das ja mal. Ich weiß, Lugia geht auch, aber Ho-Oh ist Gold. Deswegen. Erstauner. Ich bin erstaunt. Und? Es ist ja ein Normal-Pokémon, da war ja was. Und Witze, die Witze werden immer schlechter, je länger der Part wird. Beiß rein. Hast du nicht Hunger auf eine Ratte? Nein. Ich rede auch nicht mit dir. Oder bist du da vorne am Kämpfen? Ja. Nein. Ich bin jedes Pokémon. Ich bin der Sensenmann. Was erwartest du von mir? Achso, wenn du jedes Pokémon bist, dann kannst du auch jedes Pokémon sprechen, oder nicht? Wollte ich sowieso machen, aber manchmal vergesse ich das. Lass mich, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin auch nur ein Durakbock. Du musst ja nur... So... So ein Habitak oder so machen bei einem Gegner-Pokémon und dann... Puzzles! Ja, bei Puzzles kannst du normal sprechen wie bei dir. Wie bei den Anfangsparts, so... schmeckt mir nicht. Nee, der kann ja nicht sprechen, der Vieh kennt. Ist ja wirklich alles. Ja, trotzdem. Ist ja ein Allesfresser. Ja, mir egal, kannst den auch sprechen. Level 14. Wenn es weitergeht, schlafe ich ein. Ja, komm, wisst ihr, was wir gehen trotzdem. Ich bin gerade voll gut gelaunt. Wisst ihr, was wir gehen? Oh, vielleicht daran liegt, dass ich gerade Zagreb 2 ohne Leck gespielt habe. Ohne Bug. Wisst ihr, was wir gehen jetzt einfach mal zur Arena und dann messen wir uns halt ein bisschen. Jetzt aber mal in der Arena schlüpft das Teil. Ich würde das so hart abfeiern. Könntest du bitte wieder reingehen oder war es da schon drin? Wir gehen da gleich rein. Wegen der brennenden Kohle. Ja, wir holen. Brennkohle. Ja, solange wir kein Feuer-Pokémon. Du kannst mich ja noch danach erinnern. Okay, mach ich. Ich wollte gerade was sagen, das wäre aber nicht so in die. Hier geht eine Spinne. Wow. Ich habe eigentlich eine Spinnphobie, deswegen. Hä? Guten Tag. Ah, du hast also herausfinden, wie man die Netze überquert. Gut, dann zeige ich dir mal, was Käfer-Pokémon noch so alles können. Gar nichts. Käfer-Pokémon sind nicht dazu da, um sie zu haben. Ach komm, Puzzles, hast du nicht Hunger auf ein schönes, leckeres Raupi? Damit, das war meine Antwort. Weißt du was? Immer diese Käfer-Pokémon, die völlig OP sind. Hau rein. 135 XP. EP. Horn Liu. Sollen wir Risk spielen oder sollen wir lieber
du kannst sowieso wieder zum Dingens gehen. Stimmt auch wieder. Giftstachel. Ja gut, da ist. Wenn ich jetzt nicht vergiftet werde. Wow, ich werde nicht vergiftet. Applaus, Applaus. Jetzt werde ich vergiftet. Sollen wir wetten? Mhm. Wow. Oh mein Gott. So, Puzzles klärt jetzt mal die komplette Arena hier. Clear the rain. Block the matter. Jetzt können wir ja wieder zurücklatschen, ne? Wir können jetzt wieder zum Pokémon Gedingenser hingehen. Ich kurz an. Wenn du auf mit dieser Musik, das tut wirklich in den Ohren weh. Ja. Nicht, weil du nicht singen kannst, ne? Du machst so eine Musik, ne? Du hast so eine Sequenz, ne? Wirklich da platzt das Ohr nach außen aus. USK 18, obwohl das nicht mit Pokémon zu tun hat. Tja. Ja, komm, halt da Pokémon schneller. Ich hab hier noch was zu tun. Kannst du nicht irgendwie so gegen das Ei hauen, dann so damit der Dreck schlüpft oder so am besten? Nee, dann kommt dann nur diese weiße Flüssigkeit. Dann kommt dann nur das Eigelb raus. Nee, dann sollst du das natürlich nicht kaputt machen. Und das ist eine Schnecke. Noch ihr Gitter. Sagt ja eigentlich auch der Name, ne? Ja. Was denn? Stell dir mal vor, jetzt einer würde einen Schneckmark im Team haben. What the fuck? Nee, der Emulator ist abgekratzt, bevor du speichern konntest. Wir probieren jetzt einfach mal so. Weil sonst fange ich ein bisschen an zu weinen. Komm, ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann später, wenn ich das Spiel dann neu gestartet habe. Ja, fail, ne? So, da sind wir wieder. Nachdem mit Ansage, der Teil da drin ist wieder verbuggt. Das wäre nicht so geil. So, sind alle gut geheilt, das ist schön. Pokémon ist wohl nicht gerade dein Ding. Ah, okay, doch nicht verbuggt. Das ist schon mal gut. Jetzt verbuggt. Dann fang ich an zu weinen. Ach man. Boah, ne. Ich sehe da schon irgendwelche komischen Sachen. Käfer-Pokémon entwickeln sich sehr früh. Das heißt, dass sie auch sehr schnell stärker werden. Und auch sehr früh abkacken. Genau. Allein schon wenn es. Pokémon sind eigentlich nur dazu da, um sie im Pokédex einzutragen. Eigentlich ja. Oh, das wollen wir ein bisschen stärker. Also ich hätte mir schon ein bisschen ein stärkeres erhofft. Ja. Um ehrlich zu sein, habe ich mir wirklich ein stärkeres jetzt erhofft. Tod und Leben. Tod, Leben. Patrick! Entschuldigung. Tod, Leben. Patrick, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Es ist zu dunkel hier drin. Ah, schöne alte Zeiten. Kokuna! Ein macht, bösartiger Kokon. Macht jetzt einen Abgang. Nein. Hörner. Ist das deine Antwort da drauf? Mhm. Uff, weißt du, was ich dazu sag? Ich bin erstaunt dagegen. Ich bin erstaunt über diese Reaktion. Bibor! Oh. Oh ne, das ist so ne. Komm, Zubat waved the clear, broke the metal. Furienschlag!
Ja, mal gut, macht nicht so viel Damage. Der trifft viermal. Und noch nur dreimal. Der trifft direkt fünfmal. Superschall. Hat's ja echt nur das, oder was? Noch einmal. Ein Volltreffer! Ach, leck mich doch, ey. Jetzt kann ich da Pokémon... Oh, jetzt kann ich da Pokémon schon wieder heilen. Oh. Tausch das aus. Nee. Hier, unser Puzzle soll auch mal sich mal mehr an Kämpfen beteiligen und nicht immer so einen auf... Kannst was anderes außer Furienschlag vielleicht? Mhm. Mein Gott. Komm, beiß rein. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Komm. Finde ich geil. Reicht jetzt, ne? Hast du mal Glück gehabt. Also das war mehr Glück als Verstand. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Da wir ja 11 Supertränke haben, können wir ja einen opfern. Eins opfern. So, jetzt hat der Maul hier. Komm, jetzt hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Gönn mir doch auch mal was. Eins. Zwei. Drei. Drei. Nein. Volltreffer. Doch nicht, wow. Wow. Applaus. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Komm, einmal. Komm, geht doch. Komm, beiß rein. Nur nicht in den Stachel, da könnt ihr dich vergiften. Oder töten sogar. So, 408. Stufe 15. Ah, schick. Axel Schröder. So, und... Axel Schweiß. So, und nach diesem Fight sagen wir mal wieder tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Pokémon.